Sicherungen sollen ein unbeabsichtigtes Losgehen eines Schusses verhindern. Wir kennen folgende Sicherungen bei Repetierern. Zunächst einmal die Flügelsicherung, und zwar die Drehflügelsicherung beim Mauser Modell 98. Wenn der Sicherungsflügel nach links steht, ist die Waffe entsichert. Steht der Sicherungsflügel auf senkrecht, dann ist die Waffe teilgesichert. Das heißt, es lässt sich zwar die Kammer öffnen, aber ein Schuss bricht nicht. Gesichert ist die Mauser Modell 98, indem der Sicherungsflügel nach rechts gelegt wird. Nunmehr lässt sich weder die Kammer öffnen, noch der Schuss abziehen. Das wäre die Flügelsicherung oder die Drehflügelsicherung bei der Repetierbüchse Mauser Modell 98. Eine Variante dieser Sicherung ist die Schwenkflügelsicherung an der Repetierbüchse Mauser Modell 66. Wenn der Sicherungsflügel nach rückwärts geschwenkt wird, ist die Waffe gesichert. Der Schuss bricht nicht. Auch lässt sich die Kammer nicht öffnen. Zum Entsichern, Schwenkflügel nach vorn, Waffe ist entsichert, die Kammer lässt sich öffnen. Eine weitere Variante der Sicherung bei Repetierern wäre die Schiebesicherung. Es befindet sich an irgendeiner Stelle, entweder hier seitlich oder hier am Kolbenhals beim Repetierer, ein Schieber, der die Waffe sichert. Grundsätzlich gilt, Sicherung zurück zum Körper gesichert, Sicherung nach vorn feuerfrei. Die Sicherung bei den Repetierern wirken in der Regel direkt oder indirekt auf den Schlagbolzen. Bei Kipplaufwaffen haben wir drei Möglichkeiten, die Sicherung anzubringen. Wir können einmal das Schlagstück sichern, die Schlagstücksicherung. Wir können die Abzugstange sichern, die Stangensicherung. Oder wir können den Abzug arretieren, genauer das Abzugsblatt, die Abzugsicherung. Auf die Waffe übertragen sieht dies folgendermaßen aus. Die Sicherung kann sich hier seitlich befinden. Sie kann sich als Schieber auf dem Kolbenhals seitlich befinden, wie hier. Oder sie kann sich auf dem Kolbenhals in der Mitte befinden, wie hier. Gesichert werden kann in jedem Fall der Abzug oder die Stange oder auch das Schlagstück. 95% aller Kipplaufwaffen haben eine Abzugsicherung. Dies ist von allen drei genannten Sicherungen die schlechteste. Die beste wäre die Schlagstücksicherung und in der Mitte befindet sich mit einem mittleren Sicherheitsfaktor die Stangensicherung. Daher, dass die meisten Kipplaufwaffen eine Abzugsicherung haben, ist im Umgang mit Kipplaufwaffen größte Vorsicht geboten. Deshalb ist nur eine entladene Kipplaufwaffe eine sichere Waffe. Die Sicherung kann ausgebaut sein, eventuell als automatische Sicherung. Automatische Sicherung heißt, dass die Waffe sich von selbst sichert beim Ladevorgang. Diese Doppelflinte habe ich bereits entsichert. Wenn ich die Waffe laden will, drücke ich den Verschlusshebel nach links und Sie werden gleich sehen, dass dann die Abzugsicherung von selbst einrastet.
Die Waffe ist bereits gesichert, nur durch Bewegen des Verschlusshebels rastet diese Waffe von der Sicherung her gesehen ein. Ein weiteres Knacken haben Sie soeben gehört. Dieses Knacken wurde durch den Ejektor hervorgerufen. Ejektor nennen wir einen automatischen Hülsenauswerfer. Rein äußerlich erkennt man einen Ejektor an einer Waffe daran, dass der Auszieher zweiteilig ist. Es wird jeweils nur die abgeschossene Patrone und Hülse ausgeworfen. Je nach Art, wie die Schlosse einer Waffe gespannt werden, kennen wir Hahnspanner. Wenn wir hier schießen wollen, müssen wir zunächst den Hahn zurückziehen, also spannen. Diese Waffen haben keine Sicherung. Kommt man nicht zu Schuss, werden die Hähne entspannt. Dazu die Waffe öffnen, den Hahn festhalten, den Abzug durchziehen und den Hahn langsam nach vorne lassen. Der vordere Abzug wirkt wie auch beim Drilling auf den rechten Lauf, also rechten Hahn, der hintere Abzug auf den linken Lauf, also linken Hahn. Bei einigen Waffen erfolgt das Spannen nicht durch Zurückziehen eines Hahnes, sondern durch Spannen eines Schiebers, meist auf dem Kolbenhals. Die Waffe ist nach Abkippen der Läufe nicht gespannt. Wenn ich also die Abzüge durchziehe, passiert nichts. Möchte ich einen Schuss abgeben, dann spanne ich. Jetzt kann ich mit der Waffe schießen. Komme ich nicht zu Schuss, halte ich den Schieber fest, drücke auf den Knopf und die Spannung geht wieder zurück. Diesen Waffentyp bezeichnet man als Handspanner. Die dritte Art, wie eine Waffe gespannt werden kann, wäre der Waffentyp Selbstspanner. Bei diesem Drilling sehen wir, dass die Signalstifte, diese kleinen goldenen Stifte, sich im Kasten befinden. Wenn ich diese Waffe aufnehme und dann öffne, dann wird durch Abkippen der Läufe werden alle drei Schlosse gespannt. Dieses Knacken war das Einrasten der Abzugsstangen in die entsprechenden Ausrasterungen der Schlagstücke. Die Waffe ist nun von selbst, also beim Ladevorgang, gespannt. Es kann geschossen werden. Sie sehen, die Signalstifte sind nun nicht mehr bündig, sondern stehen deutlich sichtbar hervor. Daran erkennt man, ob die Waffe gespannt ist oder nicht. Dieser Waffentyp benötigt natürlich eine Sicherung. Handspanner und Hahngewehre haben keine Sicherung. Bei diesem Krieghoff-Drilling hier finden wir rechts und links jeweils einen Signalstift. Diese Signalstifte zeigen an, dass die beiden Schrotläufe gespannt sind. Für den Kugellauf ist kein Signalstift vorhanden, auch keine übliche Umschaltung von Schrot auf Kugel, sondern ein besonders ausgebildeter Schieber. Dieser Drilling hat separate Kugelspannung. Die Sicherung wirkt nur auf die beiden Schrotläufe, die als Selbstspanner ausgebildet sind. Möchte man mit der Kugel schießen, spannt man unmittelbar vor dem Schuss das Schloss von Hand. Das Schloss ist gespannt, Kugel kann geschossen werden.
Kommt man nicht zu Schuss, hält man den Schieber fest, drückt auf den Knopf und entspannt den Kugellauf, das Kugelschloss wieder.